Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ich wollte jetzt gerade Pokémon sagen. Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir diese Eishöhlen hier gefunden, betreten und ja, jetzt sind wir hier noch ein bisschen am Erkunden, würde ich sagen. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn ich ein bisschen komisch vielleicht klinge. War vor einer Stunde noch gerade beim Zahnarzt und meine ganze linke Seite von meinem Gesicht ist betäubt, deswegen klinge ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen blöde, aber das hält mich jetzt nicht davon ab. Das hält mich jetzt nicht davon ab, trotzdem weiter aufzunehmen. Und ja, lass mich mal ganz kurz hier nachgucken, wo ich noch mal hin muss. Weil das ist schon wieder so eine halbe Woche her, seit ich gespielt habe. Deswegen muss ich erstmal gucken. Aber ich glaube, ich weiß. Ist mal dein Lichtschwert. Naja. Oh. Oh nee. Okay. Schon ein geiler Anfang. Ich überhaupt noch, oh, du bist noch hier. Ja, super. Okay, ja, soll ich überhaupt noch weitermachen? Ich habe da jetzt hier schon verkackt, habe ich so ein Gefühl. Ja, aber da ein, geh weg. Ja, okay. Ich wollte eigentlich nicht hin, aber jetzt wo, weiß ich nicht. Gott. Ich war mein. Na, ah, Steuerung vergesse ich jetzt auch hier. Aber den haben wir schon mal erledigt. So. Oh ja. Okay, ohne Schaden. So, Truhe, die ich nicht öffnen kann. Aha. Okay, haben wir jetzt mal dieses Gomp-Amt Schluss ist. Ich hoffe, irgendwann finde ich das heraus. So. Okay, mich stört ein bisschen, dass hier überall solche Aufzüge sind, weil die zu betreten und damit zu fahren dauert eine ganze Weile. Und ich weiß nicht, wo genau die mich hinführen und ob das richtig ist. Und ja, weiß ich nicht. Aber gehen wir mal hier rein. Muss ich auch mal abfangen. Ich habe diesen einen Aufzug noch gar nicht hier so erkundet, also wo wir schon mitgefahren sind, wo ich noch mal zurückgefahren bin mit. Und ja, also nicht, ich würde gerne erstmal so Sackgassen erstmal finden. Ich meine, das letzte, was wir gemacht haben, ist hier, wir haben uns irgendwie da irgendwo rüber geschwungen, dann haben wir uns so zwei Typen erledigt, hier so ein Typ in so einer schwarzen Rüstung, er ist noch mal Inferno-Truppe oder Schattentruppe. Wie gesagt, sieht schon wieder richtig aus. Jetzt ist schon wieder hier so. Grabungsausrüstung. Aber jetzt auch ein Speicherpunkt. Da ist eine Rutsche. Wenn die mich wieder nach unten bringt, dann wäre das gar nicht schlecht. Ja. Machen wir den hier. Boom. Jetzt gehen wir wieder raus. Meine Stimpacks heilen mich jetzt ein bisschen mehr, ne? Weil ich das schon im letzten Part, also im letzten Part habe ich das, glaube ich, geholt, aber habe ich schon irgendwie die Effekte davon gesehen. Ich glaube, habe ich mir am Ende so erst geholt, ne? Ich starb an einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Okay, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Das ist gut. Dann weiß ich wenigstens, hier muss ich nicht hin. Jetzt auch gucken, ich kann ja jetzt Machtschub einsetzen, ne? Muss ich auch meine Augen wieder offen halten. Ist aber nichts, glaube ich. Gut, hier müssen wir schon mal nicht hin, finde ich sehr gut. Aber nicht sarkastisch gemeint, ich weiß, ich habe einen sehr sarkastischen Ton drauf, aber so klingt halt noch mal.
Wo bin ich? Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Da ist der Teil, alles klar. Also schon mal, da müssen wir nicht hin. So, du komm mal her. Würde ich gern anvisieren. Geht mal, glaube ich, nicht von der Entfernung. Das hat. So. Und warum hast du auf deinen eigenen Kollegen geschossen? What? So. Okay, diese Rutschen scheinen irgendwie alle so nach unten zu führen. So kann ich wahrscheinlich diese ganzen Aufzüge benutzen, weil ich dann sowieso wieder nach unten komme. Da wäre eigentlich nicht schlecht. Ach, warte mal. Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unklar. Das klingt schon wieder richtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Ja. Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Dann flieg doch einfach schnell weg. Bis die uns gesehen haben, dann sind wir schon längst weg, ne? Ich hätte gerne mal andere Kleidung. Ich so leichte diese Ponchos sehen irgendwie so komisch aus und den anderen, den ersten, den ich habe, sieht auch nicht so viel besser aus. Da ist noch ein Speicherpunkt. Warte mal. So, ich dachte, ich wäre jetzt hinter dieser eine Tür. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin ganz am Anfang, cool. Dann ist aber nicht schlecht. So. Ich weiß nicht, ob ich einmal hier reingehen muss, um das als Checkpoint zu aktivieren. Oder ob ich einmal ausrüsten muss. Ausrüsten, ausruhen muss. Aber ich mach das mal. So, oh Gott. Huh. Gott. Oh Gott. Ja. Gott. Muss ich auch noch richtig abtimen, der Teil. Gott. Und das alles nur, um hierhin zurückzukommen. Und ich sterbe sowieso. Boah. Okay, ich mag diese Rutschen offiziell nicht. Gott. Gut, wenn wir sowieso jetzt schon angeschlagen sind. Okay, du. Warte mal, ich erledige ich bevor du. Sau mal hier gegen. Wer, der trifft mich. Okay, der trifft sich selbst. Klar. Was ist das denn? Mal schon aktiviert. Boom. So. Habe ich das jetzt? Ach, okay, alles klar. Gut, dann versuch mal dieses, was für mich irgendwie so am schwersten aussah bisher. Diese eine Ecke hier. Und diesen, ich meine Schattentrufler oder Entfernungstrufler. So, und ich ignoriere ich mal gekonnt. Ja. Ich brauche einmal ein Stimpacks und so. Ah ja, ich wollte schon sagen, warum ist ja keine Wand? Also ja. Ist da auf der Seite noch was? Weiß ich nicht. Oh. Okay. Ich werde dich nicht verfehlen. Na, Dreck. Er ist zu schnell für uns. Warte mal. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ja. Ja. Ach. Das wäre lustig. Warte mal. Ich habe eine ganz gute Idee. Ich hoffe, die funktioniert. Ich weiß, ein aus dem Weg räumen kann, ja.
Oh nee, jetzt bin ich wieder da oben bei diesen einen Dingen. Ah. Gut, aber da sind, glaube ich, so 2-3 Truhen oder so, habe ich da gesehen. Da würde ich schon gerne mal was plündern. Okay. Zur Not könnte ich auch Wein verlangsamen und einfach die Dinger da plündern, ne? Habe ich so ein Gefühl. Ja, gehen wir hier so. Man kann schon schnell passieren. Ja, genau so was. Ja. Okay. Jetzt im richtigen Moment wieder. Gott. So. Oh. Was ist das? Okay. Jetzt einfach weiter hier zurück. Ich war an der Wand irgendwie angreifen. Nö. Komm mal darüber gesprungen. So. Ihr kriegt er mich nie. Weil ich sehe die beiden Typen gegen irgendwas kämpfen, aber die machen das schon irgendwie viel zu schnell platt. Habe ich mir so gedacht, ja, darf sie an, während die irgendwie da. So, jetzt kommt mein Plan, mein Masterplan, pass auf. Jawohl, einer schon mal erledigt. So, jetzt noch du. Komm schon, schaffe ich doch. Sonst schmeiß ich auch da runter. Ich wollte eigentlich mich heilen. Aua. Oh. Also ich gebe mir Mühe, ich gebe mir echt Mühe. Es ist halt nicht so einfach wie jeder hier in den Kommentaren schreibt. Na, guck dir einen an. Ich versuche es ehrlich. Das ist halt das Ausmaß meiner Skills. Oh. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Na komm. Komm her. Noch. Weil ich versuche es. Ich versuche es ehrlich. Ich tue ja nicht rum, albern. Ich versuche echt hier aufzupassen und so. Aber es ist halt nicht so einfach, wie es erklärt wird. Es ist. Gegner greifen irgendwie viel zu schnell an, dass ich reagieren kann irgendwie. Das ist nicht mein Genre halt, okay? Ich versuche es ja schon. Gut. Ja, ich weiß schon mal, was ich mit den einen mache. Ja, ich kann da, glaube ich, gedrückt halten. Und dann ernährt habe ich noch gar nicht, glaube ich. Da gab es irgendwie so ein Skill so. So, ich würde mal gerne ohne Katze hier super durchkommen. Danke. Damit ich irgendwie so gut gewappnet bin. So, komm her. So. Ja, das hier habe ich alles. Oh Gott. Das hier war ich drauf. Das Problem jetzt, ich möchte den einen Typ nicht darunter schmeißen, weil ich kann ihn wahrscheinlich danach scannen, ne? Und ich nehme an, ich kann ihn nicht scannen, wenn er irgendwie Kilometer weit unten irgendwie im Abgrund ist. Also ja. So, ich glaube, den sollte ich irgendwie später angreifen.
Aber so viel dazu. Also was hier? Ja, mein Dreieckangriff, der bringt es auch nicht so auf, ich sag Gefühl. Ja. Gott, ey. Ich glaube, da ist irgendwie so ein Macht-Upgrade oder irgendwie sowas. So, so, noch ein bisschen, komm. Boah, ich drück nach oben, ich drück nach oben. Jetzt mal ohne Kack hier. Weil der tut sein Doppelschwert hier. Ach Gott, ey. Auslöschungstruppler. Sie jagen ausschließlich Auslöschungstruppler. Möglich, aber Bracca ist weit. Ha, immer noch kein HP-Upgrade. Können Sie Auslöschungstruppler erreichen? Oder Sie bremsen sich absichtlich aus. Bleib wachsam. So, mir hat es nicht gelohnt. Hast du was gefunden, BD1? Terrakott. Terrakott. Der Cousin von Terrakott. BD1 Skin. Sag mal ja. Festin geht aber irgendwas, ja. So, das muss jetzt eine Abkürzung sein, sonst komme ich nämlich hier nicht zurück. Hallöchen, cool, alles klar. Dann, oh Gott, wo bin ich denn dann noch nicht hingegangen? Hier bin ich noch nicht. Damit, okay, da bin ich einmal hochgegangen, aber. Ich bin so kurz vorm Level ab, ey. Von da bin ich gekommen. Da bin ich mal hochgegangen, bin dann wieder zurückgegangen. Boah. Da bin ich gerade gewesen. Da bin ich hochgegangen. Da ist eine Sackgasse. Ist das da, wo ich gerade war? Als erstes. Den Sägeblättern. Ich weiß das schon wieder nicht. Ey. Gehen wir erstmal hier hoch. Glaube ich. Okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo wir da hinkommen. Da kommen wir, glaube ich, zu diesem Murmelgrab zurück, ne? Ich könnte ja mal das hier machen, wenn ich hier bin. Ah, guck mal, da sehe ich auch, wo ich gerade bin. So, da ist wieder die Rutsche, da ist ein, da ist noch eine Tür, eine grüne, verfügbar. Habe ich da irgendwas verpasst? Okay, da ist ja hier noch eine Ecke, dann machen wir halt mal. Also ich nehme an, die zeigen mir jetzt so eine Machtschubtüre oder irgendwie sowas. Problem ist, sie sind doch wieder Sturmpuffler, ne? No. Doch. So. Ach, da oben, okay. Ich würde gerne noch das Grab hier erstmal erkunden, bevor wir hier ganz rausgehen. Dann schaffe ich ja den ganzen Planeten hier so in einen Rush hier komplett zu erkunden. Wäre nämlich sehr toll. Vogel. Was? Oh ne, eine Drohne. Boah. Du musst mal schon Jedi Power Battles so erledigen. Okay. Die konnte ich jetzt nicht scannen. Oh Gott. Alter, war was? Nein, da war was. No. Ich will noch mal nach oben. Dreck. Ja, super. Ja. Was ist das? Oh, nein, ich erinnere mich. Und der ist noch nicht mal erledigt, ey.
Hilf mir. Nein, Mann. Hilfe. Aha. Werf mal her. Und jetzt sagt mir, er verfolgt mich, der verfolgt mich noch. Okay. Oh, sag mir, oh nee, nee, ich weiß doch, was genau da hinten ist. Ja, super, wir sollten jetzt zurückkommen. Muss jetzt wieder die ganzen Abkürzungen jetzt zurücklaufen. Und da ist ein Speicherpunkt. Ja, super. Oh. Darüber soll ich mich jetzt nicht aufregen. Ey. Komm schon. Karte. Gut, jetzt kann er jetzt immer hier nachgucken, ne? Hat hier noch so alles. Ja gut, wir tun sowieso den ganzen Planeten hier nochmal erkunden, also. Wir hoffentlich hier alles erledigt haben, also. Warum nicht? Hi. Boom. Oh. Ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Okay. So, irgendwo ist ja eine kaputtbare Türe. Ich weiß ja noch nicht, was kommt. Anschluss ist. Wird schon irgendwann freigeschaltet werden. So. Hier, du bringst mich nicht wieder nach oben. Jetzt kriegen wir ja Probleme, Kumpel. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine riesige Sepho-Statue. Sollten da nicht auch Sepho-Sachen drin sein? Wo ist denn der jetzt? Jetzt aber aufgehauen. Hast du irgendwas gefunden oder was? Ich habe jetzt nicht gesehen, wo hier irgendwas da war. Okay, ich nehme an, hier war nichts. Weil er sofort aufgesprungen ist. Ich habe was gefunden. Ich gedacht, der hat direkt was gesehen. So. Upgrade beschaffen. Skomp-Anschluss. Ah. Ich könnte deinen damit ersetzen. Reparieren wir dich mal. Endlich. Das sieht aber irgendwie hart optional aus, was ich hier mache. Ich muss da schon direkt nach Kashyyyk oder so, ne? Oder zur Mantis jedenfalls. Und dann zur Kashyyyk. Also kann ich hier mein Lichtschwert umändern. Knacke neue Konsolen Gebiete zu erreichen. So, nehmen wir mal blau. Habe ich irgendein Set? Pflicht und Entschlossenheit. Pflicht und Entschlossenheit. Da ist einfach nur Material. Ja. Blau. Schon lange ist es her, ne? Alles klar. Wollte schon sagen, dann bist du schon wieder. Oh, hilfreich. Oh, hi. Denkst du? Du hast gerade geschafft, mit einem Blaster mich zu hauen. Boom. So. Okay. Ja, was ist hier schon wieder? Ah, ist das schon wieder. Ist wahrscheinlich oben irgendwo, ne? Na gut.
Also anstatt mir irgendwie so eine Wand zu platzieren, wäre vielleicht irgendwie nett gewesen, wenn er da irgendwie umgedreht hätte. Ja. Dann statt hat hier nur einmal so kurz zu drehen. Nee, da muss er, da muss er so entscheiden, mit hier rüberlaufen, was ey. Weiß, wenn ich ein gebrechlicher alter Mann bin und das nicht kann. Okay. So. Dann eine Truhe da links. Gott. Yep. Okay. Okay, da hätte ich auch von da aus hingehen können. Neue Mantis-Lackierung. Oh, da ist einer. Was ist das? Ach man. Ich werde dich erledigen. Oh Gott. Okay. Ich muss sie öffnen. So, und damit habe ich jetzt bestimmt die eine Tür aufgemacht, ne? Ist da oben noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich gehe nämlich jetzt. Ach, jetzt aber hier. Okay, da unten ist aber noch eine Tür gewesen, glaube ich. Wie gesagt, das sieht alles irgendwie voll hart optional aus, ey. Brauche ich diesen Dings nicht, diesen, na ja, ich hätte vielleicht erstmal, also jetzt hören wir meine Fähigkeit abholen. So, was haben wir denn hier im Glas, war ein automatisch ein Sprint und eine Wandlauffähigkeit nutzt, bevor du seinen Angriff aus nach dem Kaiser nicht mehr geschwungen hat, kann er seinen Spiel sagen mit größerer Reichweite ausführen. Die Distanz kann mit der Sprintattacke zurücklegen kann. Ja, das ist das, was ich gemeint hatte. Das hätte ich gerne. Wenn sich meine Macht schneller wieder hochheilt. Und sagt für. Der feste Truppler ist ein kluger Truppler. Aber diese Tür hier. Hi. Ah. Dank zurück. So. Mach auf. Mir das kein Aufzug nach oben, weil da war noch was. Nein, mir ist echt dieses eine Gebiet noch mal hier abgrasen. Hier, was haben wir gefunden? Licht und Entschlossenheit 2. Gut, sagen wir, laufen jetzt hier erstmal so noch durch die Gegend. Da ist ein Aufzug, aber der ist nicht hier. Hier ist noch was. Da. Ich wäre gut, dass die auf der Karte angezeigt werden, damit ich nicht noch mal extra suchen muss. Bei so einem weitläufigen Gebiet finde ich das relativ gut. Ist hier richtig? Ja. Ach, da muss ich. Ach so, hacken muss ich da. Okay. Ich habe den Machtschub. Das war's. Danke. Wir müssen das Ding öffnen. Ich weiß mal hier alles auf, bevor ich hier. Oh, perfekt. Echo wahrnehmen. Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde schon wieder Offizier kriegen. Schlossenes Artefakt. Wo kann ich noch mal sehen, ob ich hier schon alles hab oder so? Zeigt mir aber noch alle Gebiete an, ne? Wie viel noch zu erkunden ist, ey. Hallo?
Hey. Okay. Würde ich sagen, ich werde was hier. Ich mache mal ein Nickerchen. Ich meine, meditieren. Und in der nächsten Folge tun wir uns noch weiter hier auf Sephiroth umschauen. Er scheint ja noch eine ganze Weile irgendwie sich zu ziehen, dieser Planet. Ja, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und ich sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.